Ich habe in den vergangenen Tagen das Samsung Galaxy S9 ein bisschen getestet und damit rumgespielt und ich muss sagen, meine Erwartungen waren von vornherein schon nicht wirklich hoch, aber selbst diese Erwartungen wurden noch einmal untertroffen und das ist auch der Grund, weshalb dieses Gerät definitiv zurück an den Hersteller geht. Aber was mir jetzt nicht so gut gefallen hat und wie nun mein endgültiges Fazit so insgesamt von der ganzen Sache ist, das erfahrt ihr nach dem Intro, also viel Spaß! An dieser Stelle übrigens wieder ein riesen Dankeschön an RhinoShield, welche es mit möglich gemacht haben, dass ich das Galaxy S9 hier überhaupt für euch testen konnte. Der Link zu den Produkten und zu der Webseite befindet sich natürlich unten in der Videobeschreibung und jetzt viel Spaß mit dem Video. Auch wenn dieses Video insgesamt nicht ganz so positiv ist, gibt es trotzdem auch Kleinigkeiten, welche mir sehr gut gefallen haben. Einer dieser Punkte ist das Design inklusive der Verarbeitung. Ich habe hier das Galaxy S9 Plus in Coral Blue und diese Farbe sieht einfach unglaublich schön aus. Egal wie man die Rückseite vom Gerät betrachtet und wie das Licht auf die Oberfläche fällt, jedes Mal schimmert das Gerät anders, was mir sehr gut gefällt. Aber auch die Haptik ist sehr gut und hochwertig. Glas und Metall sind einfach immer wieder eine schön anzusehende Kombination, wobei der Rahmen in diesem Jahr matt gehalten ist, wodurch er deutlich resistenter gegen Kratzer ist, als der Vorgänger, welcher auf einen Hochglanzrahmen gesetzt hat. Das Design ist im Großen und Ganzen unverändert geblieben, was nicht mal schlecht ist, da mir das S8 bereits sehr gut gefallen hat. Allerdings wurde das Gerät noch etwas kantiger gemacht, wodurch es sicherer und irgendwie auch nochmal hochwertiger in der Hand liegt. Ebenfalls unverändert sind die Displays. Das kleine S9 setzt weiterhin auf ein 5,8 Zoll großes Display, wohingegen das Plus-Modell ein größeres 6,2 Zoll Display verbaut hat. Samsung-typisch sind die Farben wieder sehr knallig und bunt, was schon cool aussieht, aber tatsächlich hat mir die Kalibrierung vom iPhone X-Panel ein Stück besser gefallen, da es realistischer aussieht. Unverändert geblieben ist dabei aber auch die 1440p Auflösung sowie das längere 18,5:9 Seitenverhältnis, was es einem nicht nur ermöglicht, mehr Inhalt auf einmal zu sehen, sondern sich trotz der Größe auch noch sehr gut mit einer Hand bedienen lässt. Neben dem total bescheuerten Bixby-Button, welcher in diesem Jahr zum Leidwesen aller ebenfalls verbaut wurde, hat Samsung beim Vorgänger viel Kritik für die Position des Fingerabdrucksensors abbekommen. Die neue Position unterhalb der Kamera ist da deutlich besser, wobei er für mich tatsächlich jetzt etwas zu weit unten ist und ich rein intuitiv immer auf die Kameralinse tippe. Leider ist der Fingerabdrucksensor aber auch noch sehr langsam und auch nicht wirklich zuverlässig, wobei auch die anderen Entsperrmethoden nicht wirklich besser sind. Der neue Intelligent Scan kombiniert den Iris-Scanner mit einer Gesichtserkennung, was für eine bessere Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit sorgen soll, zumindest in der Theorie. Face ID im iPhone X zum Beispiel ist auch nicht wirklich schnell, aber noch immer deutlich schneller als im S9 und auch definitiv zuverlässiger. Oder als anderes Beispiel das OnePlus 5T, welches zwar nur auf einen Gesichtsscan über die Kamera zum Entsperren setzt, aber so unglaublich schnell ist, dass es überhaupt keine Verzögerung gibt und dann hat man Samsungs Topmodell in der Hand und schon beim Entsperren vergeht einem so ein bisschen der Spaß an der Benutzung, weil es einfach unglaublich langsam ist. Wenn es damit getan wäre, okay, aber dem ist nun leider nicht so und die gesamte Software läuft irgendwie nicht so wirklich rund und das, obwohl der neue Exynos 9810 in Kombination mit dem RAM auch wirklich viel Leistung bieten kann, was man auch in leistungsintensiven Spielen oder auch Anwendungen allgemein merkt. Was ich aber nicht so ganz verstehe, ist, warum Samsung im kleinen S9 nur 4 GB RAM verbaut hat, wohingegen das S9 Plus 6 GB hat. Auf lange Sicht wird das definitiv noch einen Unterschied in der Langlebigkeit machen, weil die Modifikationen, die Samsung an dem Android-System vornimmt, die waren schon immer ziemlich leistungshungrig und gerade der RAM war da bisher immer eine Schwachstelle. Und dass man jetzt nun hier bei dem kleinen Gerät nochmal weniger RAM hat, aber ich schon bei dem Gerät mit dem mehr RAM merke, dass die Performance nicht ganz so rund läuft, das kann in der Zukunft einfach nur noch schlimmer werden. Ändern wird Samsung daran wahrscheinlich auch in der Zukunft nichts, da sie bisher noch nie Anstalten gemacht haben, als ob es sie irgendwie interessieren würde. Keine Frage, das S9 ist das leistungsstärkste und schnellste Smartphone, was Samsung bisher auf den Markt gebracht hat und anfangs ist es auch nicht so langsam, wobei man im Vergleich mit einem Gerät wie dem Pixel 2, OnePlus 5T oder Moto Z2 Force sehr wohl Unterschiede merkt. Wirklich extrem wird das Ganze aber erst mit der Zeit, wenn sich das System von selbst zumüllt und dadurch ausbremst. Und beim S8 ging das Ganze so weit, dass es zum Teil mehrere Sekunden gedauert hat, bis in der Fotomediathek die Vorschaubilder geladen werden. Und das bei einem so teuren Gerät mit eigentlich so viel Leistung darf einfach nicht sein.
Beim S9 ist mir in der alltäglichen Benutzung aufgefallen, dass Animationen nicht immer ganz rund laufen, einzelne Eingaben erst mit Verzögerung verarbeitet und umgesetzt werden und insgesamt fühlt sich die Benutzung im Vergleich zu anderen Smartphones so an, als würde das S9 nur mit angezogener Handbremse laufen. Zudem dauern bei Samsung Updates auf neue Android-Versionen immer sehr lange und mehr als ein großes Update mit richtig coolen Features werdet ihr wohl auch nicht bekommen, weshalb das Gerät auch nicht wirklich langlebig ist. Für Samsung ist es wohl so, dass das Gerät auf den Markt kommt und sobald der Nachfolger kommt, ist das alte Gerät eben abgehakt und bekommt erst ein Update, wenn mal irgendein Praktikant zwischendurch in der Mittagspause die Zeit hat, diese Software darauf anzupassen. Zwei wichtige Punkte gibt es aber dennoch und das sind zum einen die Kameras und zum anderen der Akku. Und dieser ist im kleinen S9 3000 mAh groß und im S9 Plus 3500 mAh. In meiner alltäglichen Benutzung hat der Akku vom S9 Plus nicht einmal über einen ganzen Tag gereicht und das, obwohl meine Anforderungen jetzt nicht so hoch sind, dass man sagen könnte, dass dadurch eben der Akku ultraschnell leergesaugt wird. Und zudem lade ich das Gerät auch noch auf dem Weg zur Schule und auf dem Weg von der Schule nach Hause zurück auf, jeweils am Autoradio, und dass ich dann trotzdem nicht über einen Tag komme und abends theoretisch nochmal laden müsste, kann einfach nicht sein und in deren Sicht ist der Akku vom S9 und auch S9 Plus einfach eine pure Enttäuschung. Immerhin hat man mit Wireless Charging und Fast Charge zwei sehr gute Möglichkeiten, den Akku wieder aufzuladen, wobei es mir deutlich lieber gewesen wäre, wenn dieser einfach länger halten würde. Kurz erwähnen sollte man auf jeden Fall auch noch die neuen Lautsprecher, denn endlich nutzt Samsung auch die Hörmuschel als zweiten Lautsprecher, damit man nun echten Stereo-Sound genießen kann. Im Vergleich zum Vorgänger ist das definitiv ein Riesenfortschritt, allerdings setzen auch diese Lautsprecher im Vergleich zu der Konkurrenz keine neuen Maßstäbe. So, und dann sind da noch die Kameras und im Vergleich zum Vorgänger wurden die auch verbessert, wobei die Auflösung weiterhin 12 Megapixel beträgt. Im Plus-Modell, welches ich hier habe, wurde eine Dual-Camera verbaut und diese kennen wir schon vom Galaxy Note 8. Ermöglicht wird dadurch nicht nur der doppelte Zoom, sondern auch ein Porträtmodus für einen schön verschwommenen Hintergrund. Aber die eigentliche Besonderheit ist die variable Blende, welche standardmäßig mit f2.4 Fotos aufnimmt und erst bei schlechten Lichtverhältnissen auf f1.5 umstellt. Im Pro-Modus gibt es die Möglichkeit, die Blende manuell zu ändern, aber warum denn nicht im Automatikmodus? Denn dort gibt es den Button, um diese zu ändern, eben nicht und im Normalfall wird mir bei guten Lichtverhältnissen somit auch das kleinste bisschen Tiefenunschärfe genommen. Einen Vorteil hat die geschlossenere Blende aber tatsächlich, und zwar haben die Fotos bei feinen Strukturen schon mehr Details als mit f1.5, wobei man diese auch nur sieht, wenn man in das Bild hineinzoomt und beide miteinander vergleicht. Allgemein ist die Kamera im S9 aktuell eine der besten oder sogar die beste in einem Smartphone. Die Bilder sind sehr scharf, die Farben ziemlich knallig, was nicht wirklich realistisch aussieht, aber trotzdem cool und der Dynamikumfang ist ebenfalls sehr hoch. Allerdings hat mir die Farbtreue bei schlechteren Lichtverhältnissen nicht gefallen, da Objekte teilweise sehr stark verfälscht sind und hier muss man einfach ganz klar sagen, dass andere Smartphones in diesem Punkt bessere Ergebnisse liefern. Dafür sind die Bilder aber sehr hell. Slow-Motion-Videos lassen sich in 720p mit heftigen 960 FPS aufnehmen, sofern viel Licht vorhanden ist. Und die Frontkamera schießt super scharfe Selfies, welche besser sind als die der Konkurrenz. Okay, aber damit jetzt genug. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen nachvollziehen, was so mein Problem mit diesem Smartphone ist. Gar keine Frage, es ist das beste Smartphone, welches Samsung bisher auf den Markt gebracht hat. Und es hat auch ultra viel Leistung. Das Design ist auch schön und das Display macht auch Spaß anzugucken und auch die Kamera macht in den meisten Situationen wirklich tolle Aufnahmen. Aber ich persönlich möchte dieses Gerät nicht benutzen, weil mir die Benutzung im Alltag einfach keinen Spaß macht. Das Entsperren dauert ewig lange. Die Performance ist eben nicht so perfekt, wie man sich das bei so einem hohen Gerätepreis erwartet und zudem ist der Akku einfach ziemlich schlecht. Dazu kommt aber auch noch der Fakt, dass Samsung selbst ihr Geräte-Line-Up nicht pflegt und die Geräte deshalb auch nicht wirklich langlebig sind und deshalb spricht für mich einfach so viel gegen dieses Gerät und selbst wenn es auf den ersten Blick nicht wirklich schlecht wirkt, wenn man es sich mal genauer anschaut und mit anderen Geräten vergleicht, ist es einfach kein gutes Gesamtpaket, welches man bekommt und deswegen kann ich es zum aktuellen Preis definitiv nicht empfehlen. Kauft euch da lieber den Vorgänger oder einfach ein anderes Gerät wie ein Pixel 2, ein OnePlus 5T oder auch ein Moto Z2 Force. Damit werdet ihr deutlich länger mehr Spaß haben und habt eine bessere Performance. Also das Gesamtpaket ist dort einfach deutlich besser. Und selbst wenn die Preise hiervon noch ein bisschen fallen, werde ich es nur ganz eingeschränkt empfehlen können. Also ganz ehrlich, kauft euch wirklich lieber ein anderes Gerät.
Ich fand dieses Gerät jetzt halt echt insgesamt eine ziemliche Enttäuschung, auch wenn es schade ist, weil das Gerät sehr cool aussieht. Aber ich hoffe, dass ihr meinen Standpunkt verstehen könnt und was ich euch mit diesem Video sagen wollte. Und falls ihr trotzdem Interesse an dem Gerät habt, unten in der Videobeschreibung befindet sich natürlich trotzdem der Kauflink. Ich packe euch aber ebenfalls den Kauflink zu ein paar Alternativgeräten, welche ich euch empfehlen kann, unten in die Beschreibung. Also bei Interesse schaut dort einfach mal vorbei. Und dann war es das mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe natürlich auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder vorbeischaut, wenn das Fazit hoffentlich wieder ein bisschen positiver ausfällt. Also bis dahin, ciao!